Ach, herrlich. Einfach mal zurücklehnen und die Zeit ein bisschen in der Natur genießen. Naja, zur Wahrheit gehört ja irgendwie auch, dass viele wieder am Montag zur Arbeit müssen. Aber dafür ist das Wetter mal angenehm. Und zwar erreicht uns angenehme sommerliche Wärme mit einer südwestlichen Strömung. Und die ist deshalb auch angenehm, weil die Luft noch nicht so feucht ist. Wir schauen uns erst einmal die Höchsttemperaturen an für den Montag. Da sehen wir gerade im Südwesten sommerliche Temperaturen von bis zu 28 Grad. 4, 5 Grad weniger sind es im Nordosten. Und jetzt schauen wir uns mal die Schwülebelastung dazu an. Da sind wir meist im leichten Bereich. Das bedeutet, der sogenannte Taupunkt liegt bei 14 bis 16 Grad. Und je weiter der Taupunkt weg ist von der Höchsttemperatur, desto angenehmer ist die Luft und desto weniger schwitzen wir. Haben wir beispielsweise eine Lufttemperatur von 24 Grad und einen Taupunkt von 20 Grad, ist das drückend schwül. Da gehen wir zwei, drei Schritte und wir verlieren gefühlt schon ein, zwei Liter Wasser an Schweiß. Und am Montagvormittag geht das angenehme Sommerwetter auch schon im Südwesten, im äußersten Südwesten wohlgemerkt los, wenn sich die Sonne schon besser durchsetzt. Sonst gibt es einen Streifen von NRW über Hessen bis nach Bayern und Baden-Württemberg. Da sind die Wolken kompakter und gerade im Südosten Bayerns, da kann es noch ein paar Regentropfen geben. Ein bisschen mehr Sonne gibt es auch in Richtung Landesmitte. Dort werden die Wolken aber mehr zum Nachmittag und auch im Südosten bleibt es eher wolkig, teilweise auch bedeckt. Nur im äußersten Südwesten, da zeigt sich häufiger die Sonne. Hier kommt das neue Hochdruckgebiet an. Das bringt uns ja zum Dienstag dann fast landesweit den ganzen Sonnenschein. Und zum Abend wird es dann immer freundlicher, immer netter. Das wird dann vor allem im Osten, aber auch im Südwesten der Fall sein. Nur im Norden sind noch ein paar mehr Wolken unterwegs und es bleibt zudem noch angenehm lauwarm.